Und damit sind wir schon geschmeidig ins nächste Thema hineingeglitten. Wer kennt einen Trick, wie Alkohol schneller wirkt? Strohhalm ist richtig, ich meine aber was anderes. Sie müssen vorher Blut spenden. Ja, ehrlich, probieren Sie mal. Gehen Sie mal Blut spenden, trinken Sie sofort danach ein Bier auf Ex, Tilt. Programmabsturz, ich schwör's Ihnen. Nachteil dieser Methode, Sie dürfen nur alle paar Wochen Blut spenden. Reicht natürlich nicht. In der Zwischenzeit müssen Sie sich dann halt auf die konventionelle Art und Weise behelfen, braune Schnäpse. Führen ja immer noch auf dem geradesten Weg zum Ziel. Ja klar, wenn jemand vor den Bus gelaufen ist, ist unter Schock da sitzt, dann rufen Sie ja auch nicht, schnell, eine Weißweinschorle. Sie rufen nur nach dem doppelten Weinbrand oder Cognac oder Whisky. Sie können natürlich auch dem Rat der Ärzte folgen und Alkohol nur innerhalb der für die Leber tolerablen Grenzen zu sich nehmen. Das sind laut ärztlicher Empfehlung 21 Einheiten pro Woche. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was ist eine Einheit? Ist das ein Eimer Korn? Oder eine Badewanne voll Sekt? Nein, eine Einheit sind 0,5 Liter Bier. Bei 21 Einheiten pro Woche, können Sie sich natürlich ausrechnen, dürfen Sie pro Tag 3 Bier trinken. Sieht dann so aus, Sie gehen um 20 Uhr in eine Kneipe, trinken ein Bier. Um 23 Uhr gönnen Sie sich ein zweites und um 1 Uhr noch einen Absacker. Das ist dann ein Abend, von dem Sie noch wochenlang erzählen werden. Wie war es gestern? Oh, super! Ich hatte 3 Bier. Am Nachhauseweg habe ich mich vor den Bus geworfen, in der Hoffnung auf einen doppelten Cognac. Aber ich meine jetzt mal im Ernst, wer von uns gibt etwas auf die Meinung von Ärzten? Bei allem Respekt, was sind Ärzte? Das sind ehemalige Medizinstudenten. Nein. Nein, nein, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Wir unterscheiden normalerweise 5 Stufen des Alkoholgenusses. Stufe 1. Ein normaler Werktag, sagen wir Mittwoch, 23 Uhr, du bist in der Kneipe, hattest ein paar Bier, willst auch jetzt nach Hause, denn du musst ja morgen früh raus zur Arbeit. Da gibt jemand noch eine Runde. Ein Selbstständiger, nicht Angestellter. Und du sagst, ach komm, solange ich noch 7 Stunden Schlaf habe, ist es okay. Stufe 2. 0 Uhr. Du hattest noch 4 Bier. Hast gerade 20 Minuten angeregt über Kunstrasen diskutiert. Du warst dagegen. Du willst auch jetzt wieder nach Hause. Denn seit geraumer Zeit sitzt auf deiner rechten Schulter dein Schutzengel und sagt, los, geh jetzt nach Hause. Du musst morgen früh raus zur Arbeit. Aber auf deiner linken Schulter sitzt dieses kleine Teufelchen. Und das sagt, nein, es ist gerade so lustig. Und so jung kommen wir nie mehr zusammen. Und solange du noch 6 Stunden Schlaf hast, ist es okay. Stufe 3. Ein Uhr. Du hast mit Biertrinken aufgehört. Zugunsten von Tequila! Du hast gerade wieder 20 Minuten leidenschaftlich über Kunstrasen diskutiert. Du warst dafür. Darüber hinaus bist du der Ansicht, die Kellnerin ist die schönste Frau der Welt. Du könntest überhaupt die ganze Menschheit nicht nur umarmen, sondern erlösen. Auf dem Weg zum Klo gibst du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens einen aus. Einfach, weil dir sein Gesicht gefällt. Auf dem Klo kriegst du ein Lachflash. Denn da steht ein neuer Spruch an der Wand, den du noch nicht kanntest. Lieber in der Kaiserin als Imperator.
Ja, lassen sich Zeit, der braucht immer ein bisschen, ne? Er arbeitet sich immer von hinten langsam nach vorne vor. Hier ist er noch nicht gewesen, ne? Ja. Stufe 4. 2 Uhr letzte Bestellung. Du bestellst eine Cola und eine Flasche Rum. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Auf dem Weg zum Klo möchtest du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens eins in die Fresse hauen, weil dir sein Gesicht nicht passt. Beim Händewaschen machst du den Fehler, in den Spiegel zu schauen. Du sagst, besassen. Dann stößt du den alten Mann zur Seite und sagst, Gott sei Dank. Stufe 5. Du beschließt, nach Hause zu gehen. Unmittelbar, nachdem du rausgeflogen bist. Zu Hause fällt dein suchender Blick auf eine viertelvolle Flasche Uso, die du umgehend zu dir nimmst, statt jetzt ins Bett zu gehen. Hast du eine großartige Idee. Du legst die alte Leonard Cohen-Platte auf, die du seit 18 Jahren nicht gehört hast. Und dann stehst du mit geschlossenen Augen, die Uso-Flasche in der linken, auf Socken, auf dem Teppichboden, wiegst dich zu den Klängen, singst auch mit, war so. Susan takes you down to the place near the river. Und während dir die Tränen in Bächen das Gesicht hinabströmen und du auf einer Woge des Gefühls davongetragen wirst, wird dir eines klar, du bist nicht betrunken. Vielleicht ein bisschen angebrütet, aber in guter körperlicher und seelischer Verfassung dafür, dass es 3:30 Uhr morgens ist und die Nachbarn von unten an die Decke klopfen. Nachdem du bei einem Liter Lambrusco ein wenig in alten Fotoalben geblättert hast. Beschließt du, deine Ex-Freundin anzurufen. Du hast sie seit 5 Jahren nicht gesehen, weißt nur, sie hat in der Zwischenzeit 2 Kinder und ist mit einem Polizisten verheiratet, der das Gespräch auch entgegennimmt und ein bisschen komisch reagiert, als du sagst, ich liebe sie. Sagen Sie ihr das? Sollen Sie auch schnell die Kinder adoptieren? Arschloch! Du beschließt, ihr einen Brief zu schreiben. Ach, einen Brief, einen Gedichtzyklus. Und du wirst dich bei der Zustellung nicht auf die Post verlassen. Du wirst den Brief persönlich noch in dieser Nacht überbringen. Bei dieser Gelegenheit den Polizisten zusammenschlagen und mit ihr und den Kindern ein neues Leben in Neuseeland beginnen. Ja, zumindest Belgien. Wenn du dich für dieses Kommandounternehmen mit einer Mischung aus Fernet Branca und Escorial Grün stärkst, wirst du endlich von einer barmherzigen Ohnmacht überwältigt. Du gehst am nächsten Morgen nicht zur Arbeit. Du wirst gegen 14 Uhr frierend auf der Auslegware wach. Dein Kater ist von einem anderen Stern. Und du sprichst die magischen Worte: Nie